Martin Gläske, 27 Jahre, Konzeptverkäufer aus Leipzig in Sachsen. Er tritt mit einem Ford Mustang Shelby in quietschorange beim Tuning-Duell an. 6 Jahre schraubt er an seinem Lebenstraum. Ein Mustang, diesen Enthusiasmus, diese Kraft, diese Power hergibt, dieses Brachiale. Deswegen Mustang eigentlich. Also die Formgebung mit der Motorleistung, den Sound, den Effekt, einfach das komplette Fahrgefühl. 2008 lässt er sich das Ponycar aus den USA nach Europa schiffen. Ich habe einen Freund in Texas drüben, den sein Nachbar hatte gerade diesen Mustang, hat ihn dann zur Schrott gefahren, der hat ungefähr 6000 Kilometer runter gehabt, habe ihn dann günstig da drüben gekauft, selber importiert und dann über 6 Jahre dann aufgebaut, Stück für Stück. Haben mir dann die Teile aus ganz Deutschland so zusammengesucht. Jeder, der was übrig hatte oder gerade ihn geschlachtet hat, da habe ich ihn halt hergeholt. Es folgen zig Behördengänge und Umbauten, bis der Mustang endlich der deutschen Straßenverkehrsordnung entspricht. Das Besondere an meinem Mustang sind einmal die 22 Zoll Felgen, dann die Lachgasanlage, die komplette Shelby-Front, die ich verbaut habe, und hinten das komplette Eleanor-Heck, die Fußer, Seitenhutzen und die Innenausstattung. Matthias Lontoff, 49 Jahre, Lkw-Fahrer aus dem hessischen Erbach im Odenwald. Das amerikanische Fahrgefühl fasziniert mich unwahrscheinlich. Und deswegen fahre ich halt gern Ami-Autos. Das ist halt einfach eine andere Welt. Der Lkw-Fahrer tritt mit seinem röhrenden Chevrolet Camaro an. 8 Jahre dauert es, bis das Muscle Car im giftgrünen Glanz erstrahlt. Der Camaro ist relativ sportlich, die Form gefällt mir sehr gut und das ganze Auto selbst ist halt mein Ding. Ohne so einen Ami zu haben, das Leben, da fehlt irgendwas.